Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP hinten dran. Und wir fahren fort mit Let's Play Mirror's Edge Catalyst. In der letzten Episode haben wir den Aufstieg erreicht. Prima, auf der anderen Seite ist ein Aufzug, den kannst du nehmen. Den Aufstieg hier beim Shard begonnen und heute. Oh Gott. Wollen wir, holy shit, damit fortfahren. Oh. Good gracious. Ich habe noch nie zuvor derart viele Bäume gesehen. Hier ist es wunderschön. Die meisten Mitarbeiter wissen nichts davon, aber Süßwasser wird in Cascadia schon bald ein überaus kostbarer Gut sein. Schade. Die restliche Stadt könnte ein bisschen hiervon gut vertragen. Okay, wollen wir mal. Boah, das ist gerade so spannend. Und zack. Also ganz im Ernst. Ich finde das richtig, richtig gut gemacht. Vor allem jetzt hier haben wir wieder andere Farben. Oh Gott. Also es gibt immer diesen wunderschönen starken Kontrast zwischen diesen... Ist das Boden? Das sieht nicht wie Boden aus. Kann ich da einfach... Okay, ich kann da nicht einfach hin. Aber es ist ziemlich wunderschön. Es ist wirklich hübsch. Mehr über Cascadia, um seine Bewohner zu erfahren. Ah, jetzt hältst du dich natürlich fest. Na gut. Wollen wir mal. So, ich nehme an, ich soll wieder auf Trümmerteile achten. Gut. Wahrscheinlich auch auf irgendwelches... Abfallendes Bogen. Gedöns. Wisst ihr, was mich das erinnert? In Metroid gibt's oftmals solche Dinge, wo Fahrstühle irgendwie runterfallen, man muss sich beeilen. Zum Beispiel Under M. Gab's so einen Fall, wo man sich basically beeilen musste, damit einem... nicht ein Fahrstuhl auf den Kopf fällt. Unter anderem. Ach ja, Metroid, das... Metroid-Spiele sind so gut, aber ich finde es so schade, dass kein neues Metroid... Also, es gibt jetzt dieses 3DS-Gedöns, aber dann will ich doch kein Metroid geben, bitte. Mann. Wieder mal ein schönes Metroid mit Samus. Das wäre... der Traum. Was zum... Oh. Oder auch nicht. Oh Mann, ich hasse es, vorsichtig sein zu müssen. Na gut, na gut. Dann wollen wir das mal locker flockig angehen. Sehe ich das von hier unten, wo die Teile runterprallen? Runterfallen? Oder werden die, fallen die erst runter, sobald... Sobald ich an so einem entsprechenden Ort bin. Oder? Nur ich muss einfach schnell sein. Vorsichtig. Oh Gott. Faith, das ist echt der größte Run aller Zeiten, wenn du das schaffst. Because holy... Oh. Shit. Oh Gott.
Aber wir sind ja fast da. Ich meine. Wohin? Dorthin. Und raus hier. Die Schäden hier sind enorm. Wow, guck dich das mal an. Wie zum Teufel haben sie so viel Sprengstoff hierher geschafft? Ist hier noch was? Nö. Aber das ist ein wunderschönes Gebäude. Ich finde moderne Ästhetik zwar manchmal nicht so hübsch, aber das hier? Ja, doch. Finde ich echt. Mal schwingen. Okay. Wie viel Feuer wetten, dass ich mich beeilen? Oh, muss eine Aufnahme. Bist du das? Ja, Mädchen, bin ich. Bist du sicher, sie hört nicht mit? Nein, bin ich nicht. Also halten wir es kurz. Keine Namen oder Standorte. Bist du drin? Bin ich. Sie hegen keinerlei Verdacht und haben keine Ahnung, wer ich bin. Gut. Sorg dafür, dass es so bleibt. Wir brauchen einen Insider. Melde dich in einer Woche. Selber Kanal. Okay, mache ich. Okay. Das ist wohl wahr. Echt? Hier raus? Boah, seht. Guckt euch mal. Also der Ausblick, ne? Holy shit. Würde man den Himmel greifen. Das ist echt wunderschön. Holy shit. Also, ja. Worte kommen diesem Ort einfach nicht. In diesem Ort würde ich gerecht werden. Da rein. Ich meine, klar, es ist der Sitz von vielen bösen Unternehmen und so, aber der Ort an sich ist ja nicht böse oder so. Er ist einfach nur hübsch. Das war knapp. Ja, gut, das muss nicht so lange sein. Ich weiß, dass ich runtergefallen bin. Oh nö, das war lame. Wo ist die Konzentration heute? Keine Ahnung. Die ist nicht da. Aber ich darf wieder von hier aus anfangen. Das ist sehr nett vom Spiel. Wisst ihr, was die mitunter, verdammt, die schlimmsten Spiele sind? Games, in denen man ganzes Level nochmal neu machen muss, wenn man stirbt. Man hat einfach keine Lebenspunkte, sowas. Man ist einfach tot. Also was sieht schon zum Beispiel die letzten, also die einige der Rayman-Level aus Rayman Origins. Das ist vor allem das, wo man halt die. Ja. Ich bin hier. Aha, da hinten. Das war richtig krass. Da durfte man ja basically nicht sterben. Oh. Das war knapp. Jetzt müssen wir auch noch auf Glasbrühen achten. Ätnung? Ah, ich sehe. Und zack. Was ich echt gut finde in Mirror's Edge, ist, dass die Steuerung richtig on point ist. Es gibt ja so Spiele, in denen man auch quasi so Parcours macht. Aber da ist die Steuerung einfach. Nein, ich habe dir nicht gesagt, dass du dich in den Tod stürzen sollst. Warum tust du das? Unter anderem. Warum? War hier? Funktioniert alles? Soll ich die Übertragung abschalten? Nein, natürlich nicht. Entscheid dich mal, was du willst.
Oh Mann. Guck, stimmt, wir gucken ja die ganze Zeit zu. Autsch. Okay, ich muss mich auch noch beeilen, weil der Boden unter mir einzustürzen droht. Ich könnte die Wallruns machen. Ja, doch, könnte man machen. Okay. Weil, wenn ich aber so schnell bin. Passiert das? Ah. Nicht. Oh Gott. Ich dachte, ich komme mal daran. Okay, heute haben wir ziemlich viele Tode. Muss ich da nochmal von vorne aus? Ja, jetzt ist das Glas tatsächlich kaputt. Oh Mann, okay. Das schaffen wir! Habe ich immer schon gesagt, dass ich Warrens verdammt nochmal hasse? Warrens sind so Sachen, die funktionieren oder die funktionieren nicht. Oh Mann. Musste Black November echt das verdammte Gebäude sprengen? Ist ja nicht so, als ob wir da. Das wollte ich nicht, das ist der falsche Ast. Als ob wir da irgendwie hin müssen oder so. Nein. Es bricht ein, aber Hauptsache die. Ich muss da rüber? Ernsthaft? Aber Hauptsache die Kameras. Hey Leute! Hier ist ein riesiges Loch in der Wand. Die Explosion hat eines der Motorräder abgerissen. Du brauchst vermutlich das Mac, um weiterzukommen. Muss ich mich von hier aus anhalten? Oh, holy shit. Das wird wieder eine lustige Körperfahrt. Oh Gott. Es ist dir zum Koffer. Plastik versucht, die Aufzugtüren für dich zu öffnen. Aber such trotzdem noch nach einem anderen Weg. Nur falls sie es nicht schafft. Natürlich schaffe ich das. Will ich den Koffer? Ja. Wie auch immer da ein Koffer hinkam. Aber das muss wehgetan haben, einfach durch Glas da durchzupreschen. Holy shit. Aber hey, wir sind jetzt weiter. Jetzt sind wir im instabileren Gebäude, nehme ich mal an. Und hier eines der Rotorblätter abgefallen ist. Sky City. Wow. Das ist so wunderschön. Guck dir das mal an. Orchideen. Voll sleek aussehen. Doch nicht, habe ich ein Zeitlimit. Wow. Oh oh. Oh. Wow. Plastik! Du musst die Türen öffnen! Ja, nein! Yes! Ich tue doch schon, was ich kann. Hier ist überall Casey. Wie gesagt, ich tue, was ich kann. Sie sind offen. Gott. Schnell. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Ich hab's geschafft. Super. Cool, are you with you? Okay. Ach toll, jetzt schießen auch noch Kasek auf mich. Kann man da Runrun aber auch nicht einfach machen. Du solltest wissen, dass auch ich deine Fortschritte mit großem Interesse verfolge. Ich habe außerdem noch eine weitere Runrun für dich. Wenn du Reflection zerstörst, überlasse ich dir die Zahlen. Eigentlich wollte ich dir ja deine Schulden erlassen. So hast du deinen Namen gewusst, wenn ich zu besuchen. Was ist deine Zeichnung? Ein Gegenstand in meinem Besitz, auf den Faith schon seit geraumer Zeit ein Auge geworfen hat.
Ich überlasse es dir, dir davon zu erzählen. Toll. Wow, Dogen, vielen Dank. Wow. Das war echt ein... Ich muss sagen, das war ein lustiger Moment. Um die Ecke, suddenly like... Dutzend K-Sec-Truppen. Immer noch keine Anzeichen für eine vollständige Evakuierung. Was ist denn Kruger? Schwer zu sagen. Wir wissen noch nicht einmal, ob er überhaupt im Gebäude ist. Es könnte sein, dass er es sicherheitshalber verlassen hat. Wo soll ich hin? Hä? Sind hier schon fast ganz... Ich soll schon mal nach oben. Machen wir das. Ah, okay. Ich habe die Spitze erreicht. Was für eine Aussicht. Schön, du hast gewonnen. Du bist die bessere Runnerin, Fred. Und du bist ein Idiot, Icarus. Hey, die Konsole, nach der du suchst, müsste direkt unter dir im Hauptkontrollraum sein. Wow. Wir sind auf der Spitze der Chart, Leute. Holy shit, guck ich das mal an. Ich weiß, wir müssen uns beeilen, weil alles wackelt. Aber... Dem Himmel so nah. Okay, genug. Gestaunt. So, jetzt kommt's. Jetzt wird's richtig hardcore. Was erwartet uns hier? K-Sec, Kruger, eine verborgene Tasche. Wir werden sehen. Und zwar ich bin da. Noch in diesem. Und hier ist tatsächlich eine Konsole. Sehr gut. Verbinde jetzt das Omnistat-Laufwerk damit. Den Rest erledigt dann der Virus. Und stell dich schon mal darauf ein, dass es bei dir in Kürze vor Wachen nur so wimmeln wird. Okay. Das war zu erwarten. Was hoffst du hier zu erreichen? Ich gebe den Leuten das Recht, für sich selbst zu entscheiden. Ach, Faith, ist dir nie in den Sinn gekommen, dass die Leute Reflection wollen? Ja, weil sie die hässliche Wahrheit nicht kennen, nur ihre Lügen. Oh ja, die Wahrheit ist immer hässlich, wie du sehr wohl weißt. Es ist die Arbeit deiner Mutter, gegen die du hier ankämpfst. Das hier wollte sie nie. Sie haben alles pervertiert, woran sie geglaubt hat. Woher weißt du, was sie wollte? Du warst ein Kind. Du bist noch immer ein Kind, das mutwillig alles um sich herum kaputt macht. Ich habe deiner Schwester versprochen, dich am Leben zu lassen. Gib auf und dir wird nichts passieren. Niemals. Ja. Gesuchtes Objekt in Sicht. Du vergisst hier eine. Das könnte lustig werden. Verdammt. Okay. Das... Oh, hoffentlich werden die anderen schön auf sich warten lassen, bis ich mich mit den beiden Toten hier fertig... Oh Gott. Ja, diesmal sind sie wirklich bro-mäßig drauf, weil sie helfen sich gegeneinander. Das finde ich nicht gut. Man hilft sich doch nicht. Man überlässt das dem... Oh. Bei... Ich habe einen Plan. Ja gut. Das hat schon mal funktioniert. Ich habe einen weiteren Plan. Hallo? Scheinbar will der Plan nicht so recht. Aber ja, ich hab mir noch quasi offscreen, sag ich mal. Hilfe. Verdammt. Weg da. Weg da. Oh, verdammt. Noch die zweite Störladung gekauft. Und das heißt, wir machen das im nächsten Part. Oder klingt doch gut. Das klingt super.
So, nee, wir sind jetzt bei 20 Minuten und das könnte dauern. Also, ich danke euch vielmals fürs Zugucken und beim nächsten Mal werden wir diesen zwei Typen so richtig zeigen, wer hier der beste Runner ist. Also, bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.